Hallo meine Lieben, hier ist euer Sascha. Es ist Donnerstag und selbstverständlich wieder Zeit für eine neue Almanach-Folge. Also ganz, ganz, ganz wichtig, bitte dranbleiben, wird richtig schön. Zusammen. Vielleicht habt ihr es ja schon erraten können, es geht um niemand Geringeres heute als Simon Teichmann alias Body IP. Wir beleuchten so ein bisschen seinen Channel, seinen Werdegang hier und dann kommt es zu der spannenden Bewertung von mir, seiner Fitness-YouTube-Präsenz. Da sind wir wieder. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen, aber wer kennt ihn nicht? Er ist omnipräsent, was er sogar selbst zum Besten gibt. Zum Kanal Body IP. Mittlerweile Body IP bei Simon Teichmann. Und die meisten kennen ihn sowieso nur unter Simon Teichmann. Heutzutage ist er nicht mehr wegzudenken. Aus der Fitnessszene ist einer der größten, nicht nur von der Abozahl, sondern auch mit den meisten Videos, die auf seinem Kanal vorzufinden sind. Wenn man das mal vergleicht, auch vor allem mit den alten Hasen der Fitnessszene, dann sehen wir hier, er hat mehr als 1000 Videos hochgeladen. Und das ungefähr im Zeitraum von 2013 bis jetzt. Vergleichen wir das mal mit anderen Größen wie einem Gürki aus der Zeit oder beziehungsweise der sogar noch einige Jahre davor oder auch einem Muskelmacher, der früher sehr aktiv war oder gut, Karl S. können wir jetzt nicht ranziehen oder anderen, dann sehen wir, dass er schon Spitzenwerte hat und wenn wir die Zeit abziehen, seitdem er nur dabei ist und aktiv dabei ist, dann ist er vielleicht sogar der mit den meisten Videos, die regelmäßig pro Woche rauskommen. Heutzutage wird er teilweise ein wenig kontrovers gesehen und bei manchen ist er sogar recht unten durch als ein typischer, erfolgreicher Fitness-YouTuber, der nur noch auf Kommerz aus ist. Aber darauf kommen wir später auch zu sprechen. Jetzt erstmal zur Kanalgeschichte. Das allererste Video sehen wir hier auf dem Kanal, ist schon 2010 entstanden. Und zwar auf der FIBO, da gibt es jetzt hier drei Videos dazu, da ist ein junger Simon Teichmann noch ohne Cappy zu sehen und noch ein wenig anderes Auftreten, aber vor allem über die Firma Body IP. Das war gar nicht so sehr zentralisiert auf ihn und das sind die ersten Videos, bis dann drei Jahre später die nächsten kamen und ab dann eigentlich auch erst die offizielle Kanaleröffnung da ist. Ab dann beginnt der Content regelmäßig und zwar 3 bis 4 Mal pro Woche zu laufen. Und von Anfang an das Ganze sehr strukturiert. Man sieht, die Jungs von Body IP haben sich was vorgenommen und der Sprecher von Body IP ist nun Simon Teichmann geworden. Insgesamt tritt der Kanal sehr ambitioniert und strukturiert auf, was vor allem für die damalige Zeit noch echt selten war. Heutzutage machen das schon viel mehr, das ist da angekommen, aber 2013 war das noch nicht normal. Es gibt ein Intro, es gibt diese professionelle Animation für die Namenseinblendung und damit auch ein ziemlich offizielles Branding von dem Ganzen. Auch da kann man schon sehen, dass der Auftritt ein wenig ambitionierter war und natürlich marketinglastiger, was nicht heißt, dass man natürlich als User, als YouTube-Zuschauer nicht die Informationen daraus bekommt. Vom Körper hat er sich seither kaum geändert. Er ist jetzt ein wenig vaskulärer und massiger geworden, aber wenn man mal bedenkt, dass das die Zeit zwischen 2013 und heute ist, dann muss man so ein wenig der Kritik entgegeneifern damit, dass er doch so schnell und so krass zugenommen hat in den letzten Monaten. Das wurde ihm teilweise vorgeworfen mit Anabolika-Missbrauch und so. Natürlich kann ich darüber nichts sagen und die Vermutung liegt immer noch nahe, wenn man seinen Körper ansieht, denn der gehört mit zu den krassesten überhaupt da in der Fitnessszene. Vor allem, weil er einfach sehr massig ist das ganze Jahr über. Aber trotzdem muss man sagen, da hat sich relativ wenig getan in den 6 Jahren. Und das, was sich getan hat, ist oft auch so etwas, was durch Routine und einfach langjähriges Training dazukommt. Hier sehen wir, dass es schon langsam dann anfing, irgendwann im Kanal eine Unterteilung zu geben, die sogar mit den Farben gekennzeichnet wurde. Eine Unterteilung in Nahrungsvideos, Trainingsvideos und auch Supplementvideos. Ach, und schaut mal, wen haben wir denn da?
den kennt ihr noch aus dem ersten Almanach, Coach Eddie. Da es hier mehr als 1050 Videos auf dem Kanal gibt, können wir natürlich nicht alle durchgehen. Zum einen nicht für den Qualitätscheck, aber auch nicht für die Geschichte. Ich finde, am besten erkennt man die Entwicklung von Body IP alias Simon Teichmann und dem Kanal an den FIBO-Videos. Denn seit 2014 ist er dann regelmäßig bei den FIBOs zu sehen gewesen. Und jetzt schauen wir doch mal rein, wie sich der FIBO-Auftritt geändert hat in den Jahren. 2014 haben wir hier noch keinen Stand und er läuft einfach nur recht locker rum als eine Art Besucher auf der Fitnessmesse. Man sieht hier nicht, dass er groß gehypt wird, angesprochen wird. Das war auch noch vor der großen Social-Media-Fitness-Influencer-Zeit, als das Ganze losging mit dem Star-Rummel darum. 2015, das ist übrigens das Jahr, der legendäre Zeitpunkt, in dem die Social-Media-Szene die FIBO übernommen hat. Und in der sich dann alte, alteingesessene Bodybuilder wie Markus Rühl darüber beschwert haben und das zur öffentlichen Diskussion wurde und auch dann ein Startpunkt war für diese alten Bodybuilder, dass die alle auch in Social Media übergegangen sind. Auch er wurde dazu befragt und auch hier gab es noch keinen Stand oder dergleichen und man sieht recht wenig von der 2015er FIBO. Aber jetzt geht's los. 2016, hier beginnt der große Hype. Man sieht es hier in dem Fazit, man sieht, dass er bereits schon gehypt wird als Fitness-YouTuber und man sieht, dass die Präsenz von Body IP eine ganz andere ist. Und 2017, das war mein FIBO-Jahr, wo ich auch auf der FIBO eben war, das war ein völlig neues Auftreten von dem Brand Body IP mit eigenen Athleten, einer eigenen Produktlinie, die es mittlerweile gab und mega Hype. Und hier begannen auch die Challenges. 2018 und 2019 ist dann nur noch eine Steigerung davon, da ist es ähnlich. Großer Stand, viel Party, Athleten und so weiter. Ein Auftreten wie von den ganz großen Supplement-Firmen dort auch. So, bevor wir zu unserer Kategorie kommen, wo wir uns mal ein Video von ihm näher ansehen, um das mal ein wenig unter die Lupe zu nehmen, noch ganz kurz zu einer Kritik. Kritik wurde mittlerweile an Simon Teichmann und auch Body IP laut. Was zum einen eine typische Reaktion ist, wenn ein bestimmter YouTuber, vor allem hier in Deutschland oder eine bestimmte Marke, zu erfolgreich ist. Bedeutet, dass, ja, da müssen wir Deutschen uns den Schuh anziehen. Hier ist es nicht gern gesehen, wenn Leute zeigen, wir haben Erfolg dank euch. Wenn sie sich auf einmal Wagen kaufen, immer größer werden, viel Supplements verkaufen, auch verkaufen wollen, auch zugeben, dass sie Geld verdienen wollen damit. Denn der Zuschauer von YouTube, und da muss ich leider diese Kritik zurückwerfen, der möchte gerne alles haben, alles umsonst haben, wahnsinnig viel Zeit von den Fitness-YouTubern geopfert bekommen und wahnsinnig viel Wissen. Aber sobald man bezahlen soll, oh mein Gott, dann sind die böse und wollen einem ja nur das Geld aus den Taschen ziehen. Vor allem, weil den einzelnen Zuschauer das Mehrheitsprinzip dahinter nicht passt. Er ist vielleicht doch bereit, 20 Euro für irgendetwas zu zahlen, aber wenn das 100.000 Abonnenten machen und der dadurch dann der andere dann eben 2 Millionen Euro bekommt, dann ist ihm das nicht mehr recht. Das ist zu viel am anderen Ende der Leitung. Gut, aber abgesehen davon, es ist zum einen, er ist einer mittlerweile der größten Labels dort geworden. Nach Karl S. und ein Julian Zietlow ist er wirklich derjenige, der vielleicht das größte Label aufgezogen hat und heutzutage hat. Und dadurch kommt automatisch wieder so ein zwielichtiges Ansehen meistens mit. Allerdings gab es dann zwischendurch auch einen großen Skandal. Im letzten Jahr gab es jemanden, der nannte sich Interceptor. Der hat ein Video rausgebracht, ein Überraschungsvideo, das auch ein Überraschungshit wurde, wo er auf die Challenges, die Simon Teichmann regelmäßig veranstaltet, eingegangen ist und rausgefunden hat, dass es ein wenig seltsam ist, wie diese im Video präsentiert sind, um es jetzt mal ganz diplomatisch korrekt zu sagen. Man muss sagen, die Argumentation ist recht eindeutig und man bekommt schnell auch den Eindruck, dass hier nicht ganz koscher gehandelt wurde bei den Gewichten. Und dass Simon da wahrscheinlich ein wenig mit den Gewichten gespielt hat und das auch absichtlich. Er selbst hat sich nie groß dazu geäußert, soweit ich weiß. Und in der Folge, abgesehen von diesem Interceptor-Video, wurde das natürlich zum breiten Thema. Die Leute springen sowieso ganz gerne auf, wenn Fitness-YouTuber zerpflückt werden, ob es jetzt ein Karl S. war, ein Tim Gabel war oder ob es jetzt vor allem in der Neuzeit ein Christian Wolf ist oder wer auch immer. Das mögen sie, den Fall zu sehen vom Helden und nicht nur den Aufstieg. Und dann hat natürlich auch noch ein vollbärtiger und geistig querschnittsgelähmter richtig reingehauen und nur noch Videos gebracht. Zum Glück interessieren diese Videos ja recht wenige Leute.
Und dann dachte man schon teilweise, okay, das war der nächste Sturz eines Titanen. Aber die FIBO 2019 hat es gezeigt und die Strategie von Simon Teichmann war erfolgreich, es einfach totzuschweigen, weiterzumachen, weiterhin vor allem, und das macht der Kanal, einen Mehrwert bieten, und jetzt ist es mehr oder weniger ad acta gelegt und man macht weiter. Die gleichen Views, viele Fans, steigende Abonnentenzahlen und es scheint zu funktionieren. So, und jetzt schauen wir mal in ein Video rein. Dazu nehmen wir wieder unseren Zufallsgenerator. Wir füllen alle Muskelgruppen ein. Ah, Trizeps noch. Und jetzt wird's spannend. Enter. Und okay, Beine. Das ist natürlich im Zusammenhang zu Simon ein wenig hart und seltsam. Denn ihr müsst eins wissen, er ist nicht gerade bekannt für seine Beine. Er hat einen der krassesten Oberkörper, aber sein Unterkörper ist nicht so dolle, wofür auch natürlich oftmals, weil man wieder die Schwächen sucht, kritisiert wird. Und naja, für Beine ist er eben nicht bekannt. Gut, gehen wir mal durch und wir sehen hier auch schon, man findet Videos zu allen Muskelgruppen mehrmals. Brust, 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 Schultern, immer wieder Schultern, Bizeps, Bizeps, Trizeps, Arme, Brust, Schultern, immer dabei, Rücken, Lat, auch sehr viel. Aber wir müssen ganze 11 Monate zurückgehen, um das letzte Beinvideo zu sehen. Nun ja, da schauen wir jetzt mal rein, wie der Zufall so will, genau das wollen wir uns angucken. Hier sehen wir, dass er aktuell wohl einen Vierer-Split trainiert, das ist gut. Dass er das Ganze 6-mal die Woche macht, ist ein wenig fraglich. Ihr kennt meinen Reden dazu. Ich halte es für zu viel. Vor allem, wenn man wirklich die einzelnen Muskelgruppen jetzt auch noch richtig ausführlich trainiert. Und wir sind jetzt am Beintag. Also wenn er die Beine richtig trainiert und dann richtig platt ist, dann wird er vor allem eins geplättet haben. Und das ist sein zentrales Nervensystem. Dann direkt am nächsten Tag, wie wir hier sehen, wieder mit Brust weitermachen. Ist ein wenig fraglich. Zeigt bitte auch bei diesem Video, dass ihr Beintrainings oder Beinvideos mögt. Deswegen gebt dem Ganzen bitte einen Daumen hoch, damit ich nicht sehe, dass ihr euch nur für Oberkörper, Brust und Bizeps interessiert. Deswegen. Hier liefert er natürlich eine Begründung, warum er auch so wenig Beintraining zeigt. Und das wäre wiederum verständlich, denn wenn es nicht angeklickt wird und die Leute nicht interessiert, das heißt euch da draußen, ja, dann heißt das, macht davon keine Videos. Hier sehen wir, dass er nun etwas zu weit runter geht. Denn die Knie, die gehen am Ende ein wenig nach außen. Klar, das muss man auch teilweise mal nur auszuweichen. Er müsste das nicht tun hier, aber wenn die Knie ein wenig nach außen gehen, erfolgt dadurch eine Instabilität. Und die ist vor allem schlecht für die Gelenke, weil jetzt eine Übersetzung geleistet werden müssen. Das heißt, das Gewicht wird erst in einem ganz anderen Winkel angedrückt und danach müssen die Knie sich nach innen verlagern und das Gewicht weiter. Und dieses nach innen verlagern ist eigentlich ein sehr gefährlicher Punkt, vor allem bei den Gewichtslasten da draußen, denn er trainiert ja hier wirklich mit hohen Gewichten, wenigen Wiederholungen. Und das ist auch vor allem für die Kreuzbänder nicht besonders gut. Da sollte man die Beine wirklich statisch halten und einfach pushen. Ihr seht auch, dass hier eine Geschwindigkeit verloren geht am Anfang. Hier sehen wir, dass die Scheiben größer sind als die anderen. Das ist schon sehr auffällig, lieber Simon. Hier bei den Kniebeugen sehen wir, dass im unteren Teil die Hüfte abknickt. Und genau das soll man vermeiden. Egal wie gelenkig wir sind und das möglich ist, wir müssen das individuell anpassen. Aber wir dürfen nur so weit runtergehen, dass dieses Abknicken nicht erfolgt. Er hat aber schon zuvor gesagt, selbst zugegeben, dass seine Kniebeugenform noch verbesserungsbedürftig ist. Ich bin immer noch nicht super warm geworden mit Kniebeugen, sind immer noch verbesserungswürdig. Also diese Übung geht für meinen Geschmack zu sehr auf den Rücken. Die würde ich erst recht dann nicht einbauen, wenn man wenig Pausentage hat und so ein Volumen an Training. Er trainiert 6-mal, kann sich also nicht groß erholen. 2 Tage später ist der Rücken wieder dran. Davor war der Rücken schon dran. Und dann den unteren Rücken nochmal trainieren. Und das sogar mit einer recht schweren Übung, die für die Wirbelsäule wirklich hart ist, wie eben Kreuzheben. Das würde ich definitiv nicht machen. Wenn man schon so ein hohes Trainingsvolumen hat und so viel trainiert, dann sollte man möglichst isoliert trainieren, denn sonst hat man hier große Probleme. Also er sagt ja immer, dass seine Waden eine Schwäche sind und das sieht man ja auch. Er sollte beim Wadentraining darauf achten,
die Waden vor allem im obersten Punkt. Das ist ganz wichtig bei solchen Übungen, wie bei Rückenübungen, Bizepsübungen und auch die Waden hier im obersten Punkt einmal zu halten. Eine Sekunde, zwei, meinetwegen sogar drei Sekunden, aber bloß nicht wieder runtergehen. Und auch ganz langsam kontrolliert runtergehen. Ruhig schnell hoch, aber im obersten Punkt halten. Das ist ganz wichtig für die Kontraktion. Vielleicht muss er dann auch nicht so viel Gewicht verwenden. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt und schauen jetzt mal in meine Bewertung zu Simon Teichmann rein. Also, wir haben wieder unsere sechs Kategorien und fangen direkt an mit dem Informationsgehalt des Kanals. Für die Informationen gebe ich 9 Punkte. Fast die Höchstleistung. Ich würde sagen, es ist so ziemlich sogar der informativste Fitnesskanal in ganz Deutschland überhaupt. Zum einen haben wir regelmäßig erscheinenden Content, 4-mal die Woche. Der ist sehr gut strukturiert, unterteilt und es gibt jede Woche immer was zu den Bereichen Ernährung, Supplements und Training. Es gibt wahnsinnig viele Uploads. Er hat mit den meisten Uploads, das heißt wirklich sau viele Informationen, die sich wahrscheinlich alle schon dreifach wiederholen. Zusätzlich ist es auch die Art des Wissens. Er geht wirklich gut ins Detail ein, andererseits nicht zu sehr ins Detail und verliert sich da drin und gibt auch sehr praktische Tipps, die man ja auch sieht, dass sie funktionieren an seinem Körper. Kommen wir zur Kategorie Entertainment, so fast das Gegenteil der ersten Kategorie. Und hier gebe ich ihm auch noch überdurchschnittlich 6 Punkte. Früher in dem Kanal war es überhaupt nicht auf Entertainment gesetzt. Da gab es höchstens mal Talkthemen aus dem Bereich der Psychologie und Philosophie. Das könnte man als Entertainment bezeichnen. Allerdings seit 2018, vor allem 2019, gibt es immer bessere Videos. Er hat mittlerweile ganz viele Leute, die daran arbeiten, auch an den Videos und die verstehen ihr Handwerk auch. Und heutzutage macht er auch vor allem viele Fun-Videos. Super, super krass. Wirklich, ich habe Autos und ich habe einen Vespa-Roller. Worauf möchte ich hinaus? Und tobt sich da ein bisschen aus. Da ist er selbstsicherer geworden und auch die Produktion der Trainingsvideos sind recht gut. Vor allem, wenn man mal hier bei manchen Videos reinschaut, dann sind die so aufwendig gemacht und mit netten Effekten, dass auch dadurch natürlich ein Unterhaltungswert gesteigert wird, abgesehen von noch besseren Informationen. So, und damit sind wir dann auch bei den spannenden Kategorien, wenn es um Simon Teichmann geht, vor allem im Hinblick auf die Kritik, die es heutzutage immer mehr gibt, auf seine Persönlichkeit und auch, was damit natürlich eng zusammenhängt, gerade bei ihm, die Authentizität, in der wir mit der nächsten Kategorie dann drauf zu sprechen kommen. Die Persönlichkeit. Ich selbst beobachte ihn als einer der ersten Fitness-YouTuber, die ich kannte, schon seit vielen Jahren. Und ich empfand sie immer als sehr angenehm und ihn als eine sehr angenehme Person. Die Art, wie er erklärt, wie er auftritt, fand ich immer sehr nett und gut und sympathisch. Vor allem wird ihm heutzutage immer mehr vorgeworfen, ein Narzisst zu sein. Und ich glaube, er selbst erwehrt sich auch gar nicht sehr gegenüber dieser Kritik. Allerdings muss man dazu sagen, was das Volksmund und die meisten da draußen unter Narzissmus verstehen und sehr negativ behaften, ist nicht immer genau das, was damit gemeint ist zum einen und muss auch nicht immer negativ sein. Ich selbst kann an dieser Stelle sagen, ich bin auch ein Narzisst und ja, ich halte ihn auch für einen Narzissten. Und das auch nicht unbedingt in einer positiven Hinsicht, allerdings auch in keiner großen negativen. Vor allem versucht er sicher ein wenig oder zumindest sein Kanal, er wehrt sich mit manchen Videos dagegen, eben ein sehr arroganter Narzisst zu sein, indem er immer mehr selbstironische Videos macht. Diese finde ich sehr sympathisch, finde die auch äußerst witzig und es gibt wirklich wenige, die auf witzig machen und dann mich wirklich auch überzeugen können und dass ich sie wirklich lustig finde. Die finde ich wirklich gelungen. Aber manch einer mag jetzt denken, ah, so narzisstisch ist er ja nicht. Dennoch, entweder ist es ganz kalkuliert oder eben ein Teil des Narzissmus. Denn sich jetzt selbst nicht nur als eine tolle Person zu sehen, sondern eine tolle Person, die darüber hinaus auch noch selbst reflektiert ist und über sich lachen kann, ist ja noch eine tollere Person. Das heißt, das, was er hier entwirft, diese und wie er sich sieht, zeigt sich dadurch einfach noch stärker auf einen Narzissmus bezogen. Aber wir reden hier viel über Narzissmus, denn, wie gesagt, bei ihm halte ich es nicht für einen negativen. Es gibt oft auch einen positiven Effekt von Narzissmus und das ist zum Beispiel, dass diese Menschen einen sehr großen Ehrgeiz haben, an sich zu arbeiten, denn sie wollen in diese Rolle, die sie auch zeigen, immer weiter reinwachsen. Sie wollen so super sein. Und vor allem der Fakt, dass er seit 2013 eigentlich immer die gleiche Art hat und gleich geblieben ist,
zeigt mir auch, dass er gar nicht so sehr eine Rolle spielt, wie viele vermuten, denn sonst werden mehr Variationen da drin sein, sind es aber nicht. Und damit gebe ich ihm von der Persönlichkeit 8 Punkte. Er ist kein Blödheini, er ist niemand, der so viel vor der Kamera spielt, dass er da einfach, und gerade das wirft man ihm eigentlich vor, immer gut drauf ist, wie das viele YouTuber machen, immer nur lachen oder was weiß ich. Er ist gleichzeitig aber auch kein Roboter. Und das mag ich eigentlich sehr und halte ihn da gerade für eine gute Persönlichkeit. Die Authentizität, die vielleicht noch mehr in Frage gestellt wird, eben weil das der Hauptpunkt ist seiner Persönlichkeit, der kritisiert wird, der gebe ich auch immer noch überdurchschnittliche 6 Punkte, denn ich halte ihn für noch authentisch. Und zwar da, wo es eine Person im öffentlichen Leben auf Social Media überhaupt noch sein kann und sollte. Der Begriff des Real-Seins ist ja sowieso ziemlich verklärt. Unter anderem von unserem bärtig geistig unbewaffneten Menschen, der vor allem diesen Begriff gerne mal in den Mund nimmt und prägt. Allerdings ist Real-Sein meistens damit verbunden, dass man ein Trottel sein muss und ein Idiot auf YouTube oder ein ziemlicher Loser. Und genau da wird seine Authentizität vielleicht dann auch eingeschnitten, denn er ist auch Geschäftsmann, er ist jemand, der Wissen vermittelt, er ist jemand, der euch wahnsinnig gute Informationen gibt, und jetzt höre ich mich schon an, als wäre ich er und würde das aus seinem Mund reden, aber es ist ja nun mal so. Über 1050 Videos mit Wissen, mit Wissensinhalten sprechen dafür. Und dass man da auch mal der Geschäftsmann ist und jetzt nicht der ist, mit dem ihr ein Trinken geht abends oder so, ist vielleicht auch klar, denn die Kamera geht an und dann ist er der. Allerdings halte ich es trotzdem noch für authentisch, wie er dann davor agiert. Stellt ihr euch mal vor die Kamera und seid genau die gleiche Person. Die meisten fangen ja schon an zu schwitzen, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist. Erst recht, wenn das dann 100.000 von Leuten sehen. Aber auch sein Narzissmus hält ihn natürlich ein wenig davon ab, völlig locker und unbeschwert vor der Kamera zu sein. Und wenn, dann forciert er das wieder in so einem Extremmaß, wie bei seinen Videos, wo er seine Versprecher mal auflistet. Das ist dann auch schon wieder eigentlich eine Reaktanzaktion ist und sich auch wieder auf seinen Narzissmus bezieht, wie schon gesagt. Das merkt man natürlich schon, bei ihm ist die Kamera immer präsent. Man weiß, da ist eine Kamera auf ihn gerichtet. Und das ist bei anderen Leuten, wie zum Beispiel bei unserem allerersten Fall in der ersten Episode des Almanachs, da ist das nicht so. Also das könnte auch teilweise sein, dass da gar keine Kamera ist, das kann man sich gut vorstellen, und dass er genau so mit einem Klienten gerade redet, mit einem Freund dort redet und so weiter. Diesen Eindruck hat man bei Simon nicht, ist aber auch, wie gesagt, kein negativer. Dennoch, damit gibt es 6 Punkte in der Authentizität. Und damit kommen wir auch schon zur Videoqualität. Die ist heutzutage vor allem sehr gut geworden. Vor allem beim informativen Teil, da werden tolle Einblendungen gemacht, tolle Grafiken reingebracht, und natürlich haben wir auch die Werbung. Wem die Werbung auch immer stört, aber sie ist natürlich auch professionell gemacht. Und was einzig und allein vielleicht fehlt, ist ein wenig künstlerischer Touch. Auch die Studio-Videos, die sind mittlerweile gut und zeigen das, was sie zeigen sollen, aber die sind auch jetzt nicht unbedingt hochwertig wie so manch andere. Und deswegen bekommt er dort immerhin 8 Punkte, weil heutzutage merkt man schon, dass ein ganzes Team dahinter ist. Und gerade für Fitness-YouTube ist das eigentlich das, was es auch sein soll. Und damit kommen wir zum Schluss zur Expertise von BodyIP und hiermit natürlich ganz besonders von Simon Teichmann. Für wie groß halte ich seinen Expertenstatus? Er weiß ebenfalls sehr viel, hat langjährige Erfahrung, man sieht es seinem Körper auch an, man sieht es ihm auch an, wenn er trainiert, und kann natürlich eine ganze Menge davon erzählen. Auch weil er diese ganzen Inhalte aufgearbeitet hat für euch, für YouTube, für die Videos, bleibt da natürlich eine ganze Menge haften. Das heißt, er weiß wirklich überdurchschnittlich viel. Dennoch habe ich bei ihm immer das Gefühl, es geht nicht so sehr in die Tiefe. Immerhin ist er auch nicht umsonst Psychologe und hat sich nicht sein ganzes Leben lang um Sport und Sportwissenschaften gekümmert. Aber ich merke, er spricht sehr viel aus einem Fundus der Erfahrung, und bei den Themen, die er dann anspricht für seine Ernährungsvideos und so weiter, merkt man schon, dass er sich vorher natürlich eingelesen hat, und das ist ja auch gut und das ist auch durchaus wieder legitim, bevor man es jetzt abwerten möchte. Aber es ist eben nicht so, dass hier ein Trophologe, ein Wissenschaftler der Ernährung darüber spricht. Und damit bekommt er da ebenfalls 7 Punkte, wie schon auch unser Vorgänger. Und damit haben wir insgesamt eine Punktzahl von 7,3 Punkten nach unserer Almanach-Bewertung. Und damit setzt er sich
vor, ganz knapp vor Coach Eddie, unserer ersten Bewertung, die wir hatten. So, das war's auch schon. Ich bin sehr gespannt, besonders bei diesem Kandidaten und diesem Video, was ihr dazu sagt, was ihr von der Bewertung haltet. War ich zu wenig kritisch oder kann man diese Ansichten vertreten? Immerhin ist es auch eine Ansicht, die nicht gerade viele Leute mittlerweile da draußen teilen. Könnt ihr dem Ganzen zustimmen? Was haltet ihr von Simon Teichmann und Body IP? Was haltet ihr von der Serie? Auch weiterhin ist es erwünscht, eure Verbesserungsvorschläge. War ich diesmal schnell genug? War ich zu schnell? Soll es noch verkürzt werden, die ganze Serie? Fehlen noch Informationen? Und so weiter. Lasst es mich gerne wissen. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten auch in den Kommentaren die Kritik dazu oder auch, warum der Daumen hoch kam. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt aus der Serie, Abo und Glocke, dann verpasst ihr auch nichts. Macht's gut, bis bald, bis zum nächsten Almanach.